Hallo liebe Freunde des Kochens, da wir ein wunderschönes Wetter haben und ich ein bisschen mehr im Garten arbeiten wollte, dachte ich, bereite mal was Schnelles und Einfaches vor. Wir bereiten Haşlama, armenische Art, auch heute in einer afghanischen Kasan. Also was benötigen wir dazu? Ich habe hier einmal Rindfleisch, etwas von der Bandscheibe, ein Stück von Filet, Gewürze habe ich, Salz, Koriander, schwarzen Pfeffer und weißen Pfeffer gemischt. Dann benötigen wir, fangen mal hier an, Kartoffel, Paprika, am besten Bund, Knoblauch, Zwiebel, Tomaten, Petersilie, Dill und grüne Zwiebel, das brauchen wir für den Deko. Hauptflussbestandteil ist bei mir ein Bier, Naturtrüb ist auch sehr wichtig, dass es halt richtiges, lebendiges Bier ist. Wie immer, genau Mengenangabe findet ihr bei mir unten in der Infobox. Was machst du da? Ich bereite schon mal meinen Kasan vor. Ja, er war wieder viel zu warm, wo man den zugemacht hat. Jetzt meine Dichtung. So. Ja, als erstes kontrollieren wir alles nach. Funktioniert. Perfekt. So, als erstes machen wir natürlich ein Zwiebelbett. Die Zwiebel zerhacken wir. So, einen Teil habe ich zugeschnitten für ein Bett und einen Teil. Viertel ich das einfach, damit sie so am Stück drin bleiben. So bereiten wir auch, lege ich auch genauso rein. Die Gewürzmischung bereiten wir gleich vor, damit wir einfach jede Schicht mit unseren Gewürzen bewürzen. Wie hat mir letztes Mal einer geschrieben, TikTok, wo ich live war? Ja, du musst ja auch immer sagen, er sagte das eine, dann guckte seine Frau und dann wieder korrigiert das alles. Ja, weil mir nicht jedes Mal das ganze die Wörter einfallen, weil ich kann kochen, aber nicht schwätzen. So, das passt. Jetzt legen wir das Fleisch rein. Auf die Zwiebeln. So, dass du auch siehst. Danke. Und einmal das würzen wir auf das Fleisch, damit es auch richtig salzig wird. So, jetzt oben kommen die restlichen Zwiebeln drauf. Auf dem Fleisch. Auf das Fleisch, genau. Müssen wir kurz schneiden. Die Paprikas lasse ich in solche Stücken. Die könnt ihr auch klein schneiden, wie ihr möchtet. Ich möchte, dass es am Stück richtige Stücke drin sind, weil das Ding zerkocht und wenn man sie klein hackt, habt ihr fast ein Mousse da drin. Deswegen schneide ich die Paprika etwas größer. So wie die grünen, auch die roten. Das Ganze legen wir einfach oben drüber. Die Stückchen von unserer Paprika. So, das gleiche mache ich mit der Tomaten. Paprika auch ein bisschen salzen und pfeffern, ja, und bisschen, würzen. Genau, ein bisschen nachwürzen, was das vermischt sich. Bei den Tomaten, ich mache bloß auch große Stücke, damit sie auch am Stück bleiben. Mhm. So groß. Und da legen wir auch genauso einfach oben an sie aus. Wenn ihr natürlich mögt, könnt ihr sie auch in dünnen Scheiben hinschneiden. Da ich aber etwas größere Fleischstücke habe, möchte ich auch für was von meinen... Tomaten ist kein Obst, Tomaten sind Beeren. Dass ich auch was von meinen Beeren habe. Und die Kartoffeln. Oh, schau mal. Und solche großen Stücke schneiden wir und legen sie genauso oben drüber. Wer keine mag, kann sie auch gerne weglassen. Wir sind in Deutschland, wir essen Kartoffeln, gell? Auch. Überall essen wir Kartoffeln, nicht bloß in Deutschland. Und natürlich unser wertvoller Knoblauch darf auch nicht fehlen.
Und das Ganze darf natürlich mit unserem Bier verfeinert werden. Ja, mein Schatz. Noch eins für mich. Wow, vielen, vielen Dank, mein Schatz. Nachdem ich endlich mein Grünzeug legen darf, nehme ich etwas Petersilie, Dill. Und ja, die Hälfte von der Petersilie legen wir auch genauso dazu. Und das Ganze schließen wir einfach ab. Und das Ganze kommt jetzt. Schließen wir ab. So, fest, nicht zu knallen. Sonst habt ihr später ein Problem. Und das Ganze kommt jetzt auf unseren Ofen. So, an meine beste Reihe. Folgendes. Schlimm, wenn du kochen tust und deine überall sind Frauen. Das ist auch schön. Was jetzt? Schlimm oder schön? Oder bist du so, wie man zu dir gesagt hat, erstmal schaust du deine Frau und dann verbesserst du dich? Ganz genau. Jetzt habe ich drei hier, die das rummachen. Rumkommandieren. Also, das Ganze warten wir, bis es anfängt zum Druck rauskommt. Zum Druck rauskommt. Nein, bis der Druck sich aufgebaut hat und wir an den Ventilen hören, dass er pfeift. Ab da starten wir genau eine Stunde, vielleicht 10, 15 Minuten, weil das Fleisch ist schon ein bisschen dick geschnitten. Deswegen so lange warten wir. Und dann sehen wir uns in einer Stunde und zeige euch später, wie lange tatsächlich es war. Hast du eigentlich gesagt, was du für Fleisch genommen hast? Rindfleisch. Hast du gesagt, oder? Mhm. Ah, okay. In dem Originalrezept gibt's, die nehmen die Rippe vom Lamm oder vom Rind. Und da ich einfach Bock hatte auf Knochenmark, habe ich gedacht, ich nehme eine dicke Bandscheibe. Na also. Solange das noch köchelt, schnippeln wir mal unsere Kräuter zu. Jetzt ist die Zeit um. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde und 10 Minuten lang geköchelt. Fast mit keine Kohle, ist alles durch. Jetzt das Ganze machen wir auf und lassen den Druck ab. So, jetzt ist der Druck komplett abgelassen. Das Zeug ist ja richtig noch warm. Die liegen gleich zur Seite und wir machen auf. Schaut rein. Seht ihr was? Nein. Jetzt schon. Schaut, wie viel da noch Brühe ist. Wie viel? Tatsächlich. Noch richtig, richtig viel. Hört ihr das? Mhm. Nein. Sonja hört das nicht. Hey, mein Schatz. Das Ganze holen wir jetzt raus. Erstmal unsere Kräuter. Oh, das ist heiß. Schau. Das Fleisch komplett zerfällt. Oh, nicht ans Ohr anfassen, es ist heiß. Lecker. Unglaublich. Ich hätte mir niemals gedacht, dass da so viel Brühe geben wird. Mhm. Den ganzen Grünzeug völlig weg. Du redest schon schlimmer wie ich. Unsere Kräuter fliegen weg und nicht Grünzeug. Jetzt schon. Das ist komplett an Flüssigkeit, was an Flüssigkeit drin ist. Oh. Jetzt probier mal. Darf ich? Ja, darfst du. Ich freue mich schon richtig. Ich bin gespannt. Drauf. Fleisch, zerkochte Kartoffel, Tomate. Hier zur Seite. Mmh.
Das zerfließt. Du hast leichtigen von einem Bier. Nicht den bitteren, sondern eher den süßen Geschmack hast du drin. Leichte malzige Note. Hammer, Leute, ich würde euch nur empfehlen. Sehr schnell, sehr lecker. So, liebe Leute, wenn euch der Video gefallen hat, Daumen hoch, vergesst nicht zu abonnieren, falls ihr kein Abonnenten seid. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu der Rezeptur, stellt's, wird schnellstmöglich beantworten. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei der Zubereitung, guten Appetit, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.